nur noch Spaß haben mit den Yokai. Niemand kann mir das verbieten. Jawohl, auf keinen Fall. Ah, und damit Gummo 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 Galligrü. Wir sind hier bei der deutschen Fanversion von Yokai Watch 4 Plus Plus auf der Nintendo Switch. Und heute steigen wir rein in miese Lore. Charakterdialoge Amanda Coys, ja. Die Story spitzt sich weiter zu, hier in Kapitel 5, und es wird maximal lecker. In dem Sinne, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da für den heiligen Support. Abonniert rein, wenn ihr von Yokai Watch 4 auf Almanisch Allah nichts mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rein in die actual Lore-Dialoge an der Stelle. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es solch einen Aufruhr verursachen würde, die Tür zu öffnen. Wirklich interessant. Es hat den Anschein, als wüssten die Yokai gar nichts von der Weltentür, Allah. Hi. Ja, einfach so irgendwo reinzuspringen, ohne zu wissen, was vor einem liegt. Nur ein Na würde töricht genug dafür sein. Und dieses Yokai-Detektiv-Team steckt auch nur deren Nase in diese Angelegenheit. Der Uni-Zweig reagiert auf etwas? Die Prinzessin, sie ist in dieser Welt. Welch unerwarteter Bonus. Dann können wir uns auch die heiligen Waffen direkt klauen, Allah. Nein, die Prinzessin ist von oberster Wichtigkeit. Gehen wir, Herkulist. Wie ihr wünscht, die Prinzessin wird unser sein. Random Character Dialogs Part 6 oder so, I guess, ne? Ich glaube, um das so richtig verstehen zu können, muss es, glaube ich, am Stück spielen. Ich habe doch jetzt schon wieder alles vergessen, was sie da belabert haben in Kapitel 2. Wisst ihr, was ich meine? Guten Morgen zusammen. Bereiten die Zukunfts-Yokai wieder Probleme? Ja, die Nachrichten sind voll davon. Wir sollten uns schleunigst darum kümmern, ja? Die machen sich wirklich Mühe, durch die Tür zu gehen. Durch die Tür zu gehen? Okay. Und ich glaube, Mühe schreibt man groß. Aber so. Ihre Neugierde bereitet uns ein wirkliches Problem. Das ist natürlich ein gewisses Problem, aber jetzt haben wir hier einen kleinen Flashback vom letzten Part. Ja? Portalex der Bro, er ist jetzt back. Und ich glaube, jetzt sind wir dazu befähigt, all die ganzen Standorte zu finden. Ist das nichts? Teleportiere dich mit Portalex. Wir, Portalex, werden dich zu verschiedenen Orten teleportieren. Sprich uns Portalex an, um die Anzahl der Orte zu erhöhen, an die du dich teleportieren kannst. Außerdem hat jeder einen portablen Portalex, um sich jederzeit überall hin zu teleportieren. Nachdem du die Karte mit Y geöffnet hast, drücke X und wähle dann einen Ort zum Teleportieren aus. Unser Netzwerk geht über deine Welt hinaus. Du kannst mit L und R die Welt auswählen. Das ist stark. Also nochmal hier, ne? Zack. Und dann X für... das Haus der Adams, also das ist quasi der erste Portalex, den haben wir schon automatisch freigeschaltet. Und die Brüder, ja klar, Kumasan und Kumashiro. Ich wollte bestimmt Eis schlängen, aber es tut mir sehr, sehr leid, euch das sagen zu müssen, aber für diese Kugel Eis müssen wir das Ziel halt weiter leider weglassen wohl. Oh ja, das ist ihnen hoffentlich klar. Anyway, wir sind auf der Suche nach den Portalexen und ich glaube, der erste, ne, wir müssen ja so ein bisschen hier die Yokai Watch 1, Yokai Watch 2, Yokai Watch 3 Checklisten abrattern. Und ich glaube, der erste hier, der mir ins Auge fällt oder wo ich halt immer daran denke, so, das ist einer der ersten Portalexe, die ich wahrscheinlich jedes Mal anlocke, und der ist hier. Und er ist immer noch hier. Er ist immer hier. Das ist so wild. Und das wäre dann schon mal Nummer 1. Und ich glaube, für jede eigene Zeitzone oder für jede Zeitspanne, durch die man reisen kann, gibt es wahrscheinlich auf dieser Mitarbeitertoilette vom 7-Eleven wahrscheinlich, wie gesagt, in jeder eigenen Zeit
einen eigenen Portalex oder so. Zumindest in Zukunft, Lenzhausen, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie es beim Vergangenheits-Lenzhausen ist, ob es da überhaupt solche, naja, immer da Märkte gibt, weil ich glaube, die Idee, dass man so Kombini-Stores eröffnet, kam, glaube ich, erst ein bisschen später. Aber gefährliches Halbwissen. Wer weiß. Ja gut, ich hätte ein Fluchthelferlein nutzen können im letzten Part, als ich gegen, ich glaube, es war Dämona gekämpft habe. So, aber nun, ne? Lass uns hier nicht so rumlaufen wie Falschgeld. Wir steigen hinein in die nächsten Schlüsselaufgaben. Und zwar, wo haben wir sie? Wo sind die Schlüsselaufgaben? Müssen wir überhaupt Schlüsselaufgaben machen? Ich glaube nämlich ja. Ah ja, hier. Ach, meine Spiralen. Ach, krass. Wait. Ich glaube, das ist dann actually die Quest von der Koma-san und Komajiro. Ich habe es wieder vollkommen vergessen. Aber die, die vor unserem Haus standen, ich dachte, die gehören erstmal zu den, naja, zu diesen DLC Yokai, die hier auftauchen. Also wenn du einen gewissen DLC-Pack zu diesem Spiel hier gekauft hast, bist du in der Lage, dass du in Lenzhausen-Neudorf an gewissen Orten seltene Yokai findest. Komasura und Dämona zum Beispiel. Und ich dachte, die beiden fallen da auch rein. Aber nee, die sind Teil der Quest. Also rein in die beiden Brüder. Ach du meine Spiralen! Ach du heilige Scheiße! Und die ehrigen übersetzten Texte. Ich raste komplett aus. Koma-san und Komajiro, was ist denn da los? Ja, wir haben etwas Schlimmes gesehen. Genau, eine sehr verdächtige Person. Sie ist außerdem eine sehr sassige Baka-Person. Ja, es war aber überhaupt kein Yokai, sondern es war auch nicht Manuel Neuer diesmal ausnahmsweise. Alleine der Gedanke daran, lassen meine Körperhärchen zu Berge stehen. Bruders, das nennt man Gänsehaut. Jedenfalls ist der Kerl super unheimlich. Bitte hilf uns, ihn zu finden. Okay. Ach du heilige Spiralens, ein merkwürdiges Lebewesen ist in der Stadt aufgetaucht. Handelt es sich um einen Yokai aus der Zukunft? Koma-san und Komajiro helfen uns bei dem Fall, ne? Am Investigaten quasi. In Ordnung, ich bin dabei. Vielleicht handelt es sich um einen Yokai aus der Zukunft. Danke, wie von dir zu erwarten, Nathan. Also, was haben du und Koma-san denn genau gesehen? Eine große und schlanke Gestalt. Er hatte eine unheimliche Stimme und riesige Augen. Ich schwör. Genau, so sah er aus. Jetzt kannst du... Ach du meine Spiralen. Okay, das ist der... Der ist ja wirklich verdammt gruselig, Mann. Junge. Verdammt, ey, er ist entkommen, Mann. Schnell, wir müssen ihm folgen jetzt. Ach du meine Spirale, oder wie ich gerade schon gesagt hatte, ach du heilige Scheiße, was geht denn hier ab? Was war das denn? War das etwa ein Zukunfts-Yokai? Es sah aus wie Komajiro. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, wo der sein könnte. Ah ja, Fixie Foxy hieß sie, glaube ich, oder? Yokai Watch 3 und so. Das Spiel, von dem ich, glaube ich, am wenigsten Erinnerung habe. Von allen anderen. Aber... Ich weiß auch nicht, wieso. Yokai Watch 3 war irgendwie was Eigenes für sich. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, ich weiß, wo Komajiro abhängt. Oder? Weiß ich das? Weiß ich das? Mir sagt nämlich der Quest-Navigator, ich muss nach unten. Aber ich dachte, ich muss zum Waldberg. Weil ich in Erinnerung habe tatsächlich, dass die Quest am Waldberg endet. Und ich dachte, er wäre schon direkt da. Ah, nee, wait. Hat sie damit zu tun? Hat Fixie Foxy mit der Quest zu tun? Ich glaube nämlich nicht.
Warum werde ich nicht zu dieser Quest geleitet? Du bist doch hundertprozentig... Ah, nee, wait. Wait a second. Fixie Fox ist actually Teil der Quest. Okay, never mind. Bruder, so viele Joker, die hier rumchillen, weißt du. Du bist dir nicht mehr sicher, welcher mit dir kämpfen möchte und einfach nur reden will, weil Quest. Bro. Hey, hör dir das mal an. Da war gerade eine merkwürdige Gestalt. Eine merkwürdige Gestalt? War sie sehr schlank? Ja, genau. Er starrte einfach nur den Laden an. Das war super unheimlich. Verstehe. Ich habe noch nie solch einen Yokai gesehen. Weißt du, in welche Richtung der Yokai gelaufen ist? Nach einer Weile murmelte er sowas wie, ich habe Durst und lief davon. Bitte finde ihn, sonst habe ich zu viel Angst. Komm mal, nach draußen zu gehen, Allah. Keine Sorge, wir finden ihn schon, ja? Kein Problem. Junge, dieser verdammte Quest-Navigator. Er ist an sich nicht schuld, aber ich war trotzdem voll verwirrt, dass Fixie Fox Teil der Quest ist. Like. Okay. So. Hätte ich auch nicht gedacht. Hey, hast du hier irgendwo einen seltsamen Sassy Bakayokai gesehen oder so? Ich weiß nicht, ob er so seltsam war. Ich habe nur gesehen, wie ein Yokai am Fluss etwas trank. Das ist der. Er hatte Durst und kam zum Fluss, um was zu trinken. Was ist denn mit ihm? Hat er Scheiße gebaut oder was? Das ist nicht wichtig. Er hat sich auch nicht zu interessieren. Anyways, wir müssen ihn finden. Also wo hat er sich hinvermacht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, er sucht jemanden. Er sagte sowas wie, ich muss ihn etwas höher suchen. Jemanden suchen? Ich frage mich, ob er jemanden kennt. Nun, der Waldberg ist höher gelegen. Vielleicht sollte ich dort mal nach jemandem... Wenn ich so daran denke, es war... Und gerade er, war doch schon sehr gruselig. Findet ihn bitte. Keine Sorge, wir schaffen das schon, Allah. Ich bin mir sicher, dass er auf dem Waldberg ist. Diesmal kriegen wir ihn. Diese Drecksau. Ja. Junge, ich frage mich gerade, ob ich in die Kanalisation kann. Einfach so aus... So aus Interessegründen ging das in diesem Spiel. Ich glaube aber nein. Ich meine zwar, dass hier ein Eingang war, aber ich könnte mich irren. Aber ich glaube, es gab mehrere solcher Teletubby-Eingänge. Wer fühlt's, Allah? Hier in Lenzhausen-Neudorf. Na klar. Sind wir natürlich immer mit dem Fahrrad unterwegs. Um so natürlich die ganzen Landmaschinen einzuholen. Ja, und wie ich es mir gedacht hatte, die Quest, sie endet auf dem Waldberg, actually. Aber, speaking of Portalex, wait, what? Kommen nicht in die Schule rein? Wir kommen nicht in die Schule rein? Das ist nicht dein Ernst. Also, ich laufe jetzt nicht nochmal dahin, um die Tür zu küssen ohne Fahrrad. Ja, nur damit ich nicht reinkomme. Wieso kann man nicht in die Schule rein? Die haben den Portalex für die Schule gestrichen. Schweine. Ich glaube, hier ist der Nächste, also ist doch egal. Hat mich eh genervt, dass man dann immer in die Schule gespawnt ist. Wisst ihr, was ich meine? Ist vielleicht die bessere Entscheidung. Gut gemacht, Portalex. Und jetzt verpiss dich. Junge. Oh yeah. Das Temperament. Es muss von dem Portalhexen kommen, glaube ich. Ich glaube... Ah ja. Bei den ganzen Gatzen. War ja klar. Du Sau. Na, komm mal her. Ey, dann macht einfach O7. Leute, O7 in die Kommentare. This is the only situation where you can repost this. So ein Like-Moment ist das, wisst ihr. Also O7 in die Comments. Ich habe ihn gefunden. Er ist einmal da gespawnt. Jetzt habe ich dich. Bist du durch die Weltentür zu uns gelangt? Quack. Quack. Wer bist du? Quack? Bist du ein Frosch-Yokai? Siehst nicht aus nach einem. Quack. Ich habe dich doch vorhin auf der Straße.
herumlaufen sehen. Moment mal, du warst doch der herumgelaufen ist. Oje, hast du etwa die Tür geöffnet? Nein, nein, ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie das nur passieren konnte. Es ist zu verdächtig, dass Menschen darüber Bescheid wissen. Quack. Du bist der Übeltäter. Quack. Hey, ist doch gar nicht wahr. Du hast Leiden. Quack. Und das hatte ich auch irgendwie noch so im Kopf, dass wir gegen ihn kämpfen werden. Und nun schicken wir dich wieder in deine Zeitzone zurück, du Sau. Gurgos, machen sie ihn kaputt. Freundschaftliches Schuben. Auch wenn ich da wieder das Timing verkackt habe. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht genau warum. Ich habe A gedrückt. Ich glaube, diesmal aber zu spät. Scheiße. Aber nun denn. Gilgaros glatscht schon gut, Alter. Der Bro. Was die aber auch in letzter Zeit so ausrasten und sich so. Kaum. Nice. Die verausgaben sich komplett und verwandeln sich. Das ist sehr cool. Also die AI scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Und ey, frag an die Experten, die so die Differences, die Unterschiede drauf haben von Yo-Kai Watch 4 und 4++. Gibt es den eindeutigen Beweis dafür, dass Plus eine bessere Computer-AI hat für Battles? Also haben sie quasi die AI für das Kampfsystem verbessert? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, teilweise, was ich da an Yo-Kai Watch 4 Erinnerung hatte, war das schon ein bisschen dumm. Aber hier waren sie sehr schlau. Also, quack. Das war gruselig. So, jetzt hör auf zu tun, als wärst du ich, okay? Guck mal. Quack. Bruder. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Warte mal eine Minute, Bruders. Was ist denn? Ich denke nicht, dass dieser Kumajiro böse ist. Er sieht eher verzweifelt aus. Kuma-san. Es gibt keine bösen Kumajiros. Vielleicht lagen wir falsch. Oh. Ich spürte deine Yokai auch und kam so schnell wie möglich her. Bruder. Was? Bruder? Na klar. Die Zukunftsformen. Armer. Der Kerle, wie es scheint, Komma, hat mein Bruder euch ein paar Probleme bereitet. Was hast du hier getrieben, ha? Huh? Ich fand eine seltsame Tür und spürte ein Verlangen, Komma, durchzugehen. Ich erkundete die Gegend hier und patrouillierte. Ah, dein Sinn für Gerechtigkeit schlug an, ja? Ich wusste, er ist kein schlechter Yokai. Kumajiro ist einer von den Guten. Einer von uns. Entschuldigung, wegen des plötzlichen Angreifens. Quack. Ihr wart so verdächtig und sass. Ich unverdächtig? Seid ihr beide die zukünftige Form von Kuma-san und Kumajiro hier? Nun, wir haben denselben Namen. Aber wir stammen nicht von ihnen. Warte, denselben Namen? Was sei ein Glück. Ich hatte schon Angst. Ich sehe so in Zukunft aus. Nun, wir haben Geschwister. Wie ihr. Egal wie verschieden wir sind, so verbindet uns doch alle etwas. Quack. Ihr sind die stärksten unserer Geschwisterns. Ihr müsst tolle große Brüder sein. Dein Bruder, Kumajiro, ist auch recht toll. Da, und zwar dafür, dass er einen Fremden beschützt. Aber mein großer Bruder ist viel toller. Quack. Ja, mein Bruder ist der Tollste. Er kann alles und ist super stark. Aber ja klar, ich zeig dir, wie stark ich bin. Der Kerl. Ich bin immer bereit zu kämpfen. Ruf mich an, wenn du mich brauchst, ja? Kann ich dir klären, Bruder. Bessere Preise. Diese Sau, ey. Jetzt kommt sie hier an. Und hierfür, ich
glaube, er ist noch nicht benannt. Billy Tendo. Der Kerl. Ist auch am Start. In dem Sinne, danke, dass du am Start bist, dass du Kommentare schreibst und weiter am Start bist. Vielen Dank fürs Zuschauen rasieren. Ich hoffe, sie freuen sich über Komersan. Wow, danke sehr, Komersan. Ich hoffe, du hast eine tolle Erfahrung in dieser Welt gemacht. Ja, es war nicht schlecht, Brody. Wie lange willst du eigentlich noch diese Gestalt beibehalten und ständig so rumquaken? Du hast recht. Zeit, sich zurück zu verwandeln. Der Bro. Und ist aber auch einfach nur je. Ach du heilige Spiralensau. Er sieht jetzt noch mehr aus wie Komajiro. Nein, tut er nicht. Die Bros am Beefen. Aber das war auch wieder mal für mich unexpected. Diese Komajiro-Form da. Das ist stark. Lecker, lecker Level 11 für Gilgaros. Und das nice Eis für Komersan und seine Familie aller. Das war's mit der Quest und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt nur noch eine einzige Schlüsselaufgabe zu machen. Puh. Immer bin ich Meister Shuten Doji gefolgt. Aber was soll ich nun machen, Mann? Man sagte mir, ich soll verschwinden. Aber, komm mal, ist es wirklich okay, komm mal, wenn ich einfach gehe? Ich weiß, dass ich versagt habe. Das braucht ihr mir nicht zu sagen, okay? Junge, mit wem redet der? Wenn du nicht kämpfen kannst, dann bist du von keinem Wert. Er ist immer so gemein, so herzlos. Junge, Junge. Der sieht ja ulkig aus, aber irgendwie auch so niedergeschlagen. Ich frage mich, ob es ihm gut geht. Ich glaube, der braucht gerade eine Ibuprofen. Was soll ich nur tun? Ich glaube, er ist in seiner Midlife-Crisis. Oh, geht's ihm gut, Mister? Esther? Oh, tut mir leid, wenn ich sie erschreckt haben sollte. Hat er da Papier im Gesicht? Hat er ein bisschen zu viel Naruto geguckt oder so? Ach, nur ein Kind. Oh. Lass mich allein, okay. Aber sie sehen traurig aus. Ich dachte, es wäre besser, ihnen versuchen, zu helfen. Wurdest du von zu Hause geschenkt oder was? Oh. Nein, niemand kümmert sich um mich. Ich wurde alleine gelassen. Oh. Und vergessen. Oh, hatten sie Streit mit einem Freund? Es war mehr ein Rauswurf. Man sagte sogar, man will nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber mich direkt rauszuwerfen, ist ein bisschen viel, findest du nicht auch? Ja, das ist ja absolut schrecklich, Bruder. Alles, was ich wollte, war ihm eine Hilfe zu sein. Aber in letzter Zeit sind die Dinge nicht gut verlaufen. Das ist gerade so crying dollar shines. Science. Naja. Nun, vielleicht, also ich habe auch keine Ahnung, was hier passiert ist und was generell passiert ist, aber ich kann, glaube ich, verstehen, wie sie sich fühlen. Das bezweifle ich sehr. Einmal hatte ich einen heftigen Streit mit einer Freundin. Danach wollte sie nie wieder mit mir sprechen, Allah. Sie hat sogar TikTok-Beef angefangen. Aber nach einer Weile konnten wir uns wieder zusammenraufen. Es tat uns beiden unfassbar leid. Und Maschalea, dann haben alle im Raum geklatscht und sind dann weggegangen. Vielleicht schaffen sie es ja auch, wenn ihr miteinander redet. So face to face. Nun, ich war so in Eile, dass ich das Wichtigste aus den Augen verlor. Schluss mit dem Heimlichtuereien. Ich muss denen sagen, was ich erreichen will. Ohne einen dämlichen Plan. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich werde nochmal versuchen, mit ihm zu reden. Super, ich drücke Ihnen die Daumen. Versuchen Sie Ihr Bestes. Junge, hat das Erik geschrieben oder warum ist das so, Icke hier, so Berlin, ne? Icke, um sich mit ihrem Freund hier zu versöhnen.
Es fällt mir auch nichts Berlinerisches ein, wirklich. Naja. Schöne Grüße an Erik, aber... Ich bin erledigt. Habe ich meine Erscheinung vor einem Menschen enthüllt. Wenn Herkules das erfährt. Aber auch wenn das nur ein Mensch war, fühlt sich mein Herz viel leichter an. Welch geheimnisvolles Mädchen. Hat sie eigentlich hier Yokai? Und auch die Watch, oder ist sie einfach nur ein NPC ohne Watch? Ich glaube, zweiteres, oder? Ich glaube, das war ja immer so, einer von beiden ist dann. Ne? Guten Morgen zusammen. Das war gestern eins harten Tags. Aber es sind nicht mehr viele Zukunfts-Yokai übrig. Halten wir die gute Laune und tun unser Bestes. Lösen wir den Fall und schließen endlich die Weltentür. Es regnet gleich. True, Alter. Guck dich mal hier das Gewitter an. Oh je. Da kommt gleich eine Suppe runter. Und jetzt auf einmal werden hier die Schlüsselaufgaben angezeigt. Warum nicht die ersten zwei Male? Das bist du absolut verwirrt, dass du nicht weißt, wo ist jetzt hier die nächste Schlüsselquest. Aber ja, sehr coole Quest anyway. Und sehr cooler Dialog danach. Hat mir sehr gefallen. War sehr, sehr je. Und... jetzt wieder die Frage, ich glaube hier, ne? Glacias Fanclub. Die nächste Quest. Aha, okay, es geht weg, weil du die Quest aktivierst. Okay, so ein Ding ist das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir die letzte Schlüsselaufgabe. Holy shit, es zieht sich wie Kaugummi, diese Quest zu machen. Ich kann nicht mehr. In dem Sinne, hauen sie rein und machen sie es gut.